Hi und herzlich willkommen beim neuen Interview von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und falls du dieses Interview in meinem Podcast hörst oder auf meinem YouTube-Kanal Functional Basics siehst, fühle dich herzlich willkommen. In diesem Interview dreht es sich um deine Füße. Ich interviewe die Expertin Vivian Gläsel, auch Vivi Barfuß, zu dem Thema gesunde Füße, wie du barfüßig zu mehr Power gelangst. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensfreude und Lebensqualität in deinem Leben. In den Interviews sprechen wir über verschiedene Themen und schauen über den Tellerrand deiner Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Wir geben dir Impulse, Erfahrungen und Tools an die Hand, um deine Gesundheit und Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Vivi ist unter anderem die Gründerin von Vivi Barfuß und dem Erfolgskonzept Barfuß Power Kurs. Sie ist Physiotherapeutin und Barfußmensch und Natural Running Coach. Uns verbindet etwas, und zwar sind wir beide barfuß unterwegs und beschäftigen uns sehr intensiv mit dem Thema gesunde Füße. Wir sprechen unter anderem, was es für Probleme an den Füßen geben kann, welche Aufgaben hat dein Fuß, warum ist der große Zeh so wichtig, der Hallux Valgus ist immer mal wieder ein Thema, wir sprechen auch hier, was sind die Ursachen und was kannst du tun und wie stehen wir zu dem Thema Einlagen. Wir beantworten natürlich auch hier wieder in dieser Episode Fragen aus der Community, unter anderem sprechen wir über Erdung, aber auch wenn zum Beispiel am Fuß mal was kaputt geht. Wenn du mehr über Vivi ihre Arbeit erfahren möchtest, dann schau gerne in die Shownotes und in die Videobox, weil dort verlinke ich dir noch weitere Impulse, Artikel und Möglichkeiten, Vivi zu kontaktieren. Auf meiner Homepage www.functional-basics.de/vivi-barfuß findest du noch weitere Artikel rund um das Thema gesunde Füße und weitere Impressionen. Wenn du deine Basis für natürliche Gesundheit, mehr Performance, mehr Lebensqualität und Persönlichkeitsentwicklung kreieren möchtest, schau gern weiter auf meiner Homepage www.functional-basics.de. Dort hast du Zugriff auf meinen kostenfreien Blog, meinen YouTube-Kanal, meinen Podcast, mein Coaching-Angebot, wie auch auf meine Webinare, Seminare, E-Books und Online-Kurse rund um das Thema natürliche Gesundheit, mehr Lebensqualität und Persönlichkeitsentwicklung. Du findest auf meiner Homepage auch den Functional Basics Guide. Das ist im deutschsprachigen Raum die Plattform, wo alle Kernelemente, die Essenzen zusammenfließen. Also gesunde Ernährung und Verdauung, besserer Schlaf und Regeneration, Stressresilienz und Mindset, also Persönlichkeitsentwicklung, Verhalten und Bewegung und Immunsystem. Weil diese Kernelemente sind direkt mit deiner Lebensqualität und deiner Gesundheit verknüpft, deiner Hormonbalance, deiner Kraft und Vitalität. Und im Functional Basics Guide findest du die Essenzen. Dort hast du den Zugriff auf meine E-Books, auf meine Online-Programme und auf alle Interviews, die ich führe. Du musst dort nicht mehr warten, bis das Interview im Podcast erscheint, sondern hast direkt, wenn ich ein Interview führe, Zugriff auf die Essenzen, die Erfahrungen und das Wissen der Experten. Auf meiner Homepage findest du den Functional Basics Guide. Wenn dir das Interview gefällt und du hörst das gerade in meinem Podcast, dann bewerte und teile gern meinen Podcast. Teilen heißt, mach einen Screenshot oder nimm den Link und pack es in die Social Media Kanäle rein. Zum Beispiel bei Instagram. Verlinke dort meinen Instagram-Kanal functional.basics und nutze meinen Hashtag Gesundheit ist für alle da. Wenn du Fragen hast an meine Experten, dann kannst du diese entsprechend im Vorfeld in meiner Facebook-Gruppe Functional Basics Gesundheit ist für alle da und in meinem Instagram-Kanal functional.basics tun. Weil im Vorfeld stelle ich dir meine Interviewgäste immer wieder vor und wir beantworten deine Fragen in den entsprechenden Interviews. Ich wünsche dir viel Spaß mit Vivi, gesunde Füße, wie du barfüßig zu mehr Power gelangst. Bis gleich, dein Carsten.
herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund. Und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics. Heute geht es wieder um die gesunden Füße. Und zwar habe ich mir Vivian Glesel eingeladen zum Thema gesunde Füße. Wie du barfüßig zu mehr Power gelangst. Grüß dich, ich sage jetzt einfach Vivi. Hi, ja, Vivi passt perfekt. Ich freue mich, dass wir uns dem Thema heute widmen. Und zwar habe ich dich ja im Intro schon ein bisschen vorgestellt. Du bist Gründerin von Vivi Barfuß und dem Erfolgskonzept Barfuß Powerkurs. Du bist Physiotherapeutin und Barfußmensch. Bevor wir auf das Thema Barfüßigkeit, gesunde Füße und Power zu sprechen kommen, stell dich doch einmal der Community ein bisschen näher vor. Wie bist du denn zum Thema Barfuß gekommen und wie etabliert sich das so in deinem Umfeld? Also, zu dem Thema gekommen bin ich eigentlich durch dieses tolle Lebensgefühl, das man hat oder das ich habe, wenn ich barfuß bin. Und dann habe ich durch verschiedene Umwege habe ich eine Laufstilumstellung gemacht, also vom Jogger zum Läufer, wobei man sagen muss, dass ich davor auch nicht wirklich gejoggt bin. Ich habe allerdings eben dann ein Coaching genossen und habe gelernt, wie Menschen laufen, also sich im Tempo joggen, fortbewegen, und zwar in der kompletten Natur, und zwar ohne Schuhe, in der nächsten Saison die neuesten Laufschuhe mit der krassesten Unterstützung und Pronationsstütze und Federkernfunktion zu haben. Und dadurch habe ich erst mal gelernt, wie sehr ich mich schon selber degeneriert habe, also in Form von Beweglichkeit. Ich bin eigentlich ein sehr beweglicher Mensch, aber ich hatte doch gewisse Körperbereiche, wie zum Beispiel meine Sprunggelenke, die sich durch jahrelanges Schuhetragen mit Absatz, also auch wenn nur das oder 1,5 Zentimeter nur schon ein Absatz sind, dass wie sich mein Körper eben schon verändert hat und was mein Körper eigentlich nicht mehr kann. So von wegen Zehen können sich nicht mehr so gut bewegen, Sprunggelenke sind relativ eingerostet, sodass ich die tiefe Hocke nicht mehr konnte. Und da war ich 19. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie 36 war oder so. Nicht, dass 36 alt ist. Genau. Und in meinem Umfeld etabliert hat sich das eigentlich ganz natürlich. Also ich war früher in der Schule schon gerne barfuß. Ich bin auf eine Waldorfschule gegangen. Das heißt, das ist sowieso nicht so ungewöhnlich, dass jemand mal ein bisschen anders ist. In der Physiotherapieausbildung allerdings war ich dann schon der bunte Vogel. Ich war auch eine derjenigen, die immer ihr eigenes Essen mitgebracht hat, anstatt sich irgendein Uncle Ben's Reis in der Mikrowelle aufzuwärmen. Und so hatte ich dann schon irgendwann mal so ein bisschen den Hau weg. Ich war immer die Deutsche oder die Barfuß-Tante. Und so in meinem Freundeskreis ist das auch eigentlich ganz normal mittlerweile. Ich inspiriere zum Glück regelmäßig ganz viele Freunde, einfach mal die Schuhe auszuziehen. Und die meisten feiern das, genau. Wie war das in der Physiotherapie? War das irgendwie thematisiert, Füße, und was das mit den Schuhen zu tun hat? Ja, wenig. Also wir hatten natürlich manuelle Therapie zum Beispiel, wo wir den Fuß ganz genau angeschaut haben. So ganz genau haben wir den jetzt nämlich nicht angeschaut, aber so gewisse Grundlagen. Da wurde zum Beispiel auch gesagt, es gibt zwar einen Abductor hallucis, der den Zeh quasi auf die Seite zieht, aber den kann niemand benutzen. Also quasi diesen hier machen, das sei eine Bewegung, die kann niemand mehr. Und das ist natürlich vollkommener Quatsch. Das ist der wichtigste Muskel, wenn es darum geht, dass man gegen den Hallux valgus, also wo der Zeh so sich so zur Fußmitte neigt, den man da trainieren muss. Und wir hatten so in Richtung Neurologie auf jeden Fall ein bisschen was so in die Richtung Neuroathletik gehen könnte. Also einfach Feedback verstärken, bevor die Therapie anfängt, damit einfach das Gehirn schon mal weiß, taktiles Feedback ist hier am Start, gibt neue Areale, die du aktivieren musst, Gehirn, weil wir arbeiten jetzt. Das haben wir schon gemacht.
Und im Sinne von Pädiatrie, also Kinderheilkunde, hatten wir wahrscheinlich so den besten Start, was das angeht. Da hatten wir eine sehr fähige, erfahrene Kinderärztin, die tatsächlich auch gesagt hat, Kinder keine Schuhe anziehen, auf jeden Fall, bis sie laufen können. Und die hat uns sehr vieles, auch was Reflexe angeht, ziemlich cool beigebracht. Also das war tippitoppi. Der Rest ist halt eher so Durchschnitt und das erklärt auch, warum man, wenn man so in die normale Physiotherapiepraxis geht, kaum eine Therapeutin findet, die sich da richtig auskennt, was Füße angeht, leider. Ne? Weil das ist halt ein mega, mega verbreitetes Problem und es wäre super, wenn viele da eine Ansprechpartnerin hätten, gibt es aber halt leider nicht so oft. Es ist halt auch, dass Füße nicht wirklich das ist, was die Menschen häufig sehen. Wir packen es. In der Sporttherapie, im Reha-Bereich haben wir auch immer habe ich die Schuhe von den Patienten immer ausgezogen und hast dann quasi schon gesehen, ui, was das denn? Selbst musstest du Schuhe anziehen aufgrund von Arbeitsschutz, auch wenn es Minimalschuhe sind. Du konntest ja kaum Übungen zeigen, weil dann kam vielleicht der eine und sagte, hey, aber zieh Schuhe wieder an wegen Arbeitsschutz. Denkst du, wie bescheuert ist das denn? Ja, als Therapeut am Patienten zu arbeiten und nicht das zeigen zu können, was eigentlich notwendig ist. Und zumal ja auch die gesellschaftliche Entfremdung. Also Barfußlaufen, du bist ja auch sehr viel barfuß unterwegs oder eigentlich grundsätzlich, oder? Ja, ziemlich viel. Also ich bin nicht so hardcore wie du mit dem Winter und Ich liebe Schnee. Ne? Also 2014, als ich da mich barfuß in den Schnee gestellt habe, ich bin ja über die Kinderfüße zum Barfußlaufen gekommen, weil im Kindersport die Eltern mich immer gefragt haben, hey Carsten, deine Füße sehen irgendwie anders aus als unsere. Wie machen wir das mit den Kindern? Und ich sage, ja, barfuß. Bis ich dann die Idee hatte, okay, kümmerst du dich doch mal um die Füße. Und dann war für mich dann der Punkt, irgendwie macht das wenig Sinn. Aber als Schutz können wir vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, wann Schuhe da auch mal Sinn machen, sich die Füße zu schützen. Wie siehst du denn das Thema gesunde Füße? Da gibt es also auch ungesunde Füße. Was sehen wir denn so in der heutigen Gesellschaft so alles an Fußdeformationen oder Degenerationen? Vieles. Vieles sehen wir da. Also ich glaube, der größte Punkt ist so, dass wir viele Füße haben, die einfach gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Also dass es einfach unfunktional ist, was da passiert oder was da passiert ist an den Füßen, weil einfach ganz viele Menschen ihre Füße schon in Schuhen stecken haben, seit sie ein Jahr alt sind. So um die 10, 12, 14 Monate fängt ein Kind an zu gehen. Und ab dem Moment ziehen die meisten spätestens ihren Kindern irgendwelche Schuhe an. Lauf-Lern-Schuhe heißen die meistens dann ganz am Anfang. Die sind noch total süß und breit und beweglich. Und das nächste Paar Schuh, das ist dann schon ein Mini-Michael Jackson oder Mini-Maus oder so ein Scheiß. Mhm. Ja, also da fängt es schon an mit spätestens anderthalb, dass die Kinder irgendwelche Kackschuhe anhaben. Und der Fuß kann darin einfach nicht mehr seine ganzen Aufgaben übernehmen und irgendwann mal degeneriert es natürlich und die Funktionen werden ja ausgelagert bzw. halt einfach nicht mehr gemacht. Und dass das eine Auswirkung hat auf jedes einzelne fucking Gelenk, Entschuldigung für Fireworks, für jedes Gelenk weiter oben im Körper, dessen sind sich wenige bewusst. Und da werde ich einfach auch so ein bisschen wütend. Ne? Also warum ich so viele Flüche hier loslasse, ist, das ist eigentlich so logisch, aber es ist so wenig verbreitet und es hat einfach so eine immens große Wirkung auf die gesamte Gesundheit. Und was wir sehen, wir als Therapeuten oder Therapeutinnen, wenn die Menschen so mal 60, 70, 80 werden, dann haben die ganz viele Probleme. Und zwar ganz viele an diesen tragenden Gelenken des Körpers. Und das muss einfach nicht sein, wenn man sich adäquat bewegt, sich adäquat versorgt mit Nährstoffen, mit Luft, mit Atmung und so weiter. Das ist einfach für mich ein sehr schmerzhafter Teil zu sehen, wie wenige Menschen sich tatsächlich für so wirklich Gesundheit interessieren. So nicht nur so Actimel kaufen und so, sondern halt tatsächlich irgendwas, ja, sich nicht so zu denaturisieren, nicht sich so zu entfremden, sondern halt mehr von dem zu machen, was eigentlich ganz normal ist, was wieder normal werden sollte, natürlich ist, nicht normal, genau. Ja. Also ich glaube, bei vielen Menschen ist es ja in irgendeiner Form ins Bewusstsein getreten, okay, natürliche Nahrung in irgendeiner Form zu uns zu nehmen
oder auch mal auf die Klamotte zu achten oder auf einen Zusatzstoff in der Kosmetik. Aber die Evolution hat sich scheinbar bei vielen Augen, bei den Füßen komplett geirrt. Deshalb müssen wir sie unterstützen, höher lagern, verpacken und was nicht alles. Du hast gerade gesagt, welche Aufgaben, dass ein Fuß bestimmte Aufgaben hat. Welche Aufgaben hat denn da so ein Fuß? Ja, der Fuß ist einfach das letzte Glied in der Kette, beziehungsweise das erste Glied in der Kette, weil wir, das ist einfach die Basis. Und ein Fuß hat natürlich die Aufgabe, uns irgendwie gut hinzustellen. Also ein Fuß, der nach innen kippt, da wird ein Unterschenkel folgen, der demnach auch nicht gerade steht, sondern eben nach innen kippt. Und dann kommt danach ein Knie und danach kommt noch ein Oberschenkel und danach kommt ein Hüftgelenk und dann geht es immer so weiter mit, 31, 32 Wirbeln und dann kommt noch so ein Kopf und Schultern und alles. Und dieser Fuß ist einfach das Fundament, auf dem wir jeden Tag stehen. Und je nachdem, wie gut die Qualität dieses Fundaments ist, das bedingt natürlich die Qualität aller anderen Gelenke und Mechanismen und Funktionalitäten. Die Aufgabe des Fußes ist natürlich, den Mensch zu tragen, den Mensch fortzubewegen. So, das sind auf jeden Fall die Hauptaufgaben, aber es gibt ja noch ganz viele andere. Also die Zehen haben verschiedene Aufgaben, die Gewölbe aufrechtzuerhalten. Die Gewölbe müssen gespannt sein, aber nicht zu gespannt. Die dürfen nicht zu hart sein, die dürfen aber auch nicht zu wischiwaschi sein, so plattfußmäßig. Der große Zeh, der hat eine echt extrem wichtige Aufgabe. Der wird so oft vernachlässigt, weil er in so einer klassischen Schuhform halt immer so da so reingedrückt wird und eben nicht so stehen kann. Und ja, also jetzt alle Aufgaben des Fußes aufzuzählen, das wäre eine sehr lange Episode. Aber es gibt genügend Auswirkungen auch auf den Blut, also auf die Blutzirkulation, auf die Reflexzonen und so weiter. Da gibt es wirklich, da werden wir lange beschäftigt. Dann lass uns doch vielleicht ein paar Aufgaben rausgreifen. Vielleicht eine Hauptaufgabe, großer Zeh. Du hast ja schon Hallux Valgus vorhin erwähnt. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, geht mal ins Schwimmbad, guckt auf die Füße. Da ist nicht mal das Alter entscheidend. Irgendwie, wenn der große Zeh Hallo sagt zu den anderen Zehen, also Richtung Hallux, Valgus, dann hast du zumindest eine Abdriftung. Aber warum ist der große Zeh dann so wichtig für den Fuß und überhaupt für das alles, was drüber steht? Genau, weil man kann sich das so vorstellen, dass je größer die Unterstützungsfläche ist, auf der wir stehen oder auf der wir liegen, desto stabiler sind wir. Das heißt, wenn wir ganz breitbeinig stehen, dann stehen wir viel stabiler, wie wenn wir die Füße ganz schmal zueinander stellen. Und das kann jeder mal ausprobieren, wie das sich so anfühlt, jetzt wo ihr zuhört. Wenn ihr jetzt auf einem Bein steht, steht ihr noch instabiler, wie wenn ihr auf zwei Beinen steht, die ganz dicht beieinander stehen. Und dieser große Zeh, wenn der aufgefächert dasteht, dann ergibt es eine viel größere Unterstützungsfläche, wie wenn der Zeh ganz zu den anderen dazugequetscht dasteht. Und das ist auch eigentlich schon für mich so die Hauptaufgabe, nämlich dass der große Zeh die Gewölbe verspannt, das Quergewölbe und das Längsgewölbe oder die Längsgewölbe. Und das ist natürlich wichtig, dass der ganze Fuß nicht nach innen knickt zum Beispiel, dass der Fuß sich dazu noch gut bewegen kann und muskulös sein muss und so weiter, das ist ja logisch. Aber der große Zeh ist auch wichtig für zum Beispiel das Vorwärtsbewegen. Also wenn man zum Beispiel bei Diabetes oder sowas den großen Zeh amputieren muss, dann fehlt ein ganz, ganz großer Teil von der Stabilisierung des ganzen Fußes. Und auch von der, natürlich fehlt da was vom Bewegungsablauf, aber auch eben vom nach vorne bringen, von diesem, vom Antrieb fehlt ganz viel. Von der Richtung und so weiter. Die Richtung machen auch viel die kleinen Zehen, aber der große Zeh ist auf jeden Fall der Chef des Fußes und sollte nicht vernachlässigt werden, sagen wir es mal so. Und auch nicht weggedrückt werden von irgendwelchen Schuhen. Genau. Wenn der jetzt von außen Druck bekommt, das ist ja für manche, die diesen Hallux Valgus vielleicht haben, ne, den haben sie ja mit 50. Lebensjahr irgendwie aus dem Geburtstagsgeschenk gezaubert und sagt, hey, ach ja, meine Oma hatte den ja auch. Mensch, hat sie mir vererbt. Wie ist es denn mit dem Hallux Valgus? Ist das vererbt oder haben die sich den über Jahre lang antrainiert? Genau, das ist so ein klassisches Argument, das ich mit vielen Menschen schon versucht habe auszudiskutieren. Ja, meine Mutter hatte das schon und meine Oma hatte das auch. Ja, bei mir ist es genetisch. Also es gibt natürlich genetische Gründe, warum sich sowas entwickelt. Es gibt auch sehr wenige Fälle, bei denen das quasi
angeboren ist, aber in 98% der Fällen ist es kein genetischer Grund, also kein Rheuma oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach habituell. Das heißt, es ist sich zugezogen durch eben, wie ich vorher schon erwähnte, wenn man schon ab dem zweiten Lebensjahr enge Schuhe anhat, dann folgt meistens dieser Körper der Form, die ihm vorgegeben wird. Und ja, es gibt Menschen, die haben natürlich da, was das angeht, ein günstigeres Bindegewebe. Und es gibt Menschen, die haben ungünstigere Voraussetzungen. Und bei denen bildet sich dann auch ein Hallux Valgus eher als bei Menschen, die jetzt da bessere genetische Voraussetzungen haben. Wenn ihr jetzt sagen, okay, also es gibt übrigens charmantere Varianten, sich an seine Großeltern oder an seine Oma, an seine Mutter zu erinnern, als ein Hallux Valgus, sich darauf zu berufen, sagen, ja, die haben mir das vererbt. Ich erinnere mich noch, die Fußmuskulatur, gerade beim großen Zeh, wir haben ja einen, den hast du vorhin schon mal erwähnt, ne, den Hallucis Abductor, das ist der Abspreizer, den hast du auch vorhin im Video kurz gezeigt, wie der funktioniert. Und wir haben Adduktoren, die den großen Zeh ranziehen. Gibt es da vielleicht eine Besonderheit zu erwähnen, warum es der Abductor so schwer hat im Alltag? Der hat es eigentlich so schwer, weil wir eben so wenig barfuß gehen, weil das nennt man auch neuronale Amnesie. Wenn man das einfach nie benutzt, dann wird das nicht so sehr repräsentiert im Gehirn. Das heißt, das Gehirn weiß einfach auch gar nicht so gut Bescheid über die Aktivitäten, die da vorgehen könnten. Es gibt aber einige Tipps und Tricks, wie man so einen Muskel wieder reanimieren kann, sozusagen. Also das ist nicht aussichtslos. Da habe ich schon unzählige Menschen, also gut, vielleicht nicht unzählige, aber ungefähr 300 Menschen begleitet, das wieder zu schaffen in meinen Kursen. Und das ist kein Hexenwerk. Also das Einzige, was anstrengend ist, ist, dass man da möglichst täglich dranbleiben muss, um das eben wieder zu aktivieren. Was wäre so ein Trick? Wie könnte ich einen Muskel wieder zurück aus der Amnesie holen? Also bei vielen Menschen hilft ein taktiles Feedback. Also man könnte jetzt zum Beispiel, da kommt er nochmal, man könnte hier reiben. Also der Muskel, der setzt hier am großen Zeh an, logischerweise, weil den soll er ja bewegen. Und der verläuft hier, das ist doch ein bisschen zu klein, verläuft hier an der Seite. Das heißt, man kann den reiben, von unten nach oben feste reiben, den Muskelbauch. Man kann den klopfen, also richtig feste. So, dann kommt da auch mehr Aktivität rein, macht man zum Beispiel auch bei Schlaganfallpatienten, wenn da eine Lähmung ist sozusagen und man das wieder reanimieren möchte. Man kann das mit Eiswürfeln behandeln, mit einer Bürste. Man kann da Vibration nutzen, zum Beispiel von einer elektrischen Zahnbürste. Man kann sich das tapen, um da einfach einen Feedback zu generieren. Man kann dieses Taping verwenden, um dann eben da möglichst viel Aktivität reinzubringen. Man kann theoretisch auch ein Tänzgerät da dran schnallen. Ja, also Strom von außen draufbringen. Genau. Das sind ja auch so ein paar Beispiele, die ich jetzt in der Neuroathletik oder neurozentrierten Training immer wieder sehe. Ne? Stimulus von außen bringen, dem Gehirn quasi zeigen, guck mal, da ist was. Und bevor ihr euch jetzt hier den großen Zeh abfriert oder mit einem Feuerzeug rangeht und den abkokelt, schaut bitte, worauf ihr gut reagiert. Weil jeder reagiert auf einen unterschiedlichen Stimulus. Manche mögen gestreichelt werden, manche mögen das eher so Klopfungen oder Vibrationen. Da kann man so ein bisschen die Vorlieben von einem rauskriegen. Ist man eher der Streichler oder der Schläger? Oder zumindest die Vorlieben des Gehirns. Genau, gut, dass du es sagst, die Vorlieben. Es hat nichts mit Schlafzimmer zu tun, ne, sondern eure Vorlieben eures Gehirns. Also ein Hallux Valgus ist also nicht in Stein gemeißelt. Ich kann ihn also wegtrainieren, würdest du sagen? Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es genügend Beispiele. Die sind übrigens auch, falls ihr schauen wollt, alle in meinen Highlights auf Instagram zum Beispiel festgehalten für die Ewigkeit. Vorher, nachher Fotos von KursteilnehmerInnen von mir. Das ist auf jeden Fall möglich, seinen Hallux Valgus zu revidieren. Und auch ich selber, ich hatte so einen beginnenden Hallux Valgus, den ich dann eben, als ich so angefangen habe mit diesem ganzen Thema vor 7, 8 Jahren, dann langsam, nicht so zielgerichtet wie bei mir in einem 8-Wochen-Kurs, logischerweise, aber langsam eben dann zurückgebracht hat zur geraden Stellung. Woran erkenne ich denn den Hallux Valgus? Gibt es da einen Schnelltest, den ich machen kann, um zu schauen, okay, das Ding ist irgendwie schon auf Abwägen?
Ja, man kann, wenn man sich ganz normal hinstellt, eine Linie ziehen, die vom Nagelbett des großen Zehs durch das Grundgelenk laufen muss. Und je nachdem, wo man verlängert dann diese Linie von Nagelbett bis Grundgelenk, man verlängert die, und wenn diese Linie in der Ferse landet, dann hat man Glück gehabt oder das ist alles schick. Wenn diese Linie außerhalb der Linie des großen, stopp, wenn diese Linie außerhalb der Ferse landet, dann ist es eben vorne kein Dreieck, sondern ist es vorne wahrscheinlich eher so. Und dann landet die Linie ja mehr in der Körpermitte, aber halt nicht in der Ferse. Das wäre der Schnelltest. Also wir haben das bei Workshops. Ich habe ja in Leipzig im Vivo Store damals mit aufgemacht und da habe ich Workshops gegeben für Fehlstellungen oder gegen Fehlstellungen, so rum lieber. Wenn ihr auf eure Füße drauf schaut und den großen Zeh anhebt, insofern ihr ihn anheben könnt. Ne? Manchmal sind ja so 1,50 Meter bis 2 Meter Standleitung, die nicht will. Wenn ihr den anhebt und die Hebersehne verlängert mit einem Edding oder mit einem Stift und die geht nicht durchs Nagelbett durch die Mitte, sondern irgendwo anders lang, dann ist das auch schon mal ein Anzeichen, dass euer großer Zeh gerade auch beim Heben, weil das ist ja umgekehrt, wenn ihr abrollt oder euch abdrückt, ist es ja die Umkehrschluss, dann habt ihr auch eine Tendenz zum Hallux Valgus. Also dann hat das erstmal nur einen Namen. Dann habt ihr ein Etikett für euren großen Zeh. Ja, also per Definition ist es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ab 45 Grad Abweichung zur Nulllinie. Aber 45 Grad jetzt Hör nicht. sie, ist schon ganz schön heftig. Eben, es ist ganz schön viel. Und das ist natürlich dann wirklich ein Hardcore-Hallux-Valgus, ne? Also es gibt Also auf da sieht jeden das Fall Grundgelenk auch schon nicht mehr so schön aus. nicht mehr ganz so schön. Nee, also es gibt auf jeden Fall vorher schon ordentlich viel Grund, da was dagegen zu tun. Denn da es das eine arthrotische und degenerative Erkrankung ist, der Hallux Valgus, lohnt es sich so früh wie möglich anzufangen, denn sonst ist alles andere danach nur anstrengender. Also zumal ja, der große Zeh hat ja die Aufgabe, quasi, zu, wie du gerade vorhin gesagt hast, ne, dieses, ich sag mal, die Fußbreite vorne zu verbreitern, dass wir eine große, schöne Standfläche haben und uns abzudrücken. Also wenn wir gehen, dann ist der große Zeh somit das Letzte, was den Boden in irgendeiner Form verlässt. Und das Spannende, unser. Vorausgesetzt, der große Zeh ist der längste Zeh. Es gibt ja Menschen mit anderen Fußformen, griechisch, römisch, Ja, etc. stimmt. Genau. Da ist der zweite C entweder länger oder der dritte C länger? Es gibt beides. Also es gibt auch dritter Zeh, auch noch länger gibt es auch noch. Oder vierter Zeh gibt es auch. Also es gibt unterschiedliche Fußformen. Also glücklicherweise die den zweiten Zeh länger haben als der erste, die haben weniger Probleme, was Hallux Valgus angeht, die haben dann eher so Krallenzehprobleme, weil dann eben Schuh ist zu kurz meistens. Genau, aber die den zweiten Zeh am längsten haben, die haben meistens längere Schuhe. Das heißt, der große Zeh muss nicht so früh nach hinten. Also Aber für ja. diejenigen, die vielleicht jetzt auf ihre Füße drauf gucken und sich gerade freuen, dass ihr zweiter oder dritter Zeh länger ist, heißt nicht, dass euer großer Zeh unwichtig ist. Nee, auf keinen Fall. Nee, nee, nee. Aber sehr häufig siehst du ja dann, dass das Grundzehengelenk vom großen Zeh nach außen wandert, was ja vom Körper nicht blöde ist. Der große Zeh ist nicht da, wo er hingehört, also baue ich mir einfach das ganze System nach außen. Er baut eigentlich einen zweiten großen Zeh. Wie funktioniert das? Nur mit einer Entzündung. Also einfach mal Knochensubstanz runterschicken, das funktioniert nicht einfach auch so, sondern da muss eine Entzündung stattfinden. Und das ist das, was wir dann Arthrose oder eine Entzündung im großen Grundzehgelenk, was dann rot wird, wehtut, druckintensiv, warm und nicht alles, was da unten sich ansammeln kann. Genau, Okay. also mit diesem Überbein, das da häufig entsteht, das entsteht durch Reibung und Druck. So, also anders entsteht das nicht. Und das Gelenk wandert da nicht nach außen. Das Gelenk bleibt an der gleichen Stelle, beziehungsweise in Verlängerung des ersten Mittelfußknochens. Aber natürlich ist der erste Schritt, bevor ein Hallux Valgus entstehen kann, ist, dass ein Spreizfuß entsteht, und durch diesen Spreizfuß wandern die Metas, also dieses Metatarsale 1, wandert häufig eben zur Körpermitte, also vom Fuß aus gesehen nach medial, und das führt eben häufig dazu, dass der ganze Fuß vorne breiter wird und dass sich da alles auseinander bewegt, sozusagen, ja. Also sieht zumindest, viele sehen es dann optisch, aber hat dir dein Hallux Valgus, du hast ja gesagt, du hast ganz am Anfang gestanden, irgendwie Schmerzen bereitet? Nee.
Aber ich glaube, manche haben da echt Wehwehchen da unten. Ja, leider, sage ich jetzt mal, haben die meisten Menschen eben nur so schubartig Schmerzen oder so phasenweise, was typisch ist für eine arthrotische Veränderung. Das heißt, manchmal ist es wirklich furchtbar schlimm und dann tut es monatelang nicht weh. Das ist natürlich in diesen Monaten, wo es nicht weh tut, ist es natürlich ja, blöd, weil die nicht Menschen weg. Machen, weil die Menschen meistens mir eingeschlossen nur was machen, wenn es tatsächlich auch weh tut. Wie sinnvoll das ist, wissen wir alle, spätestens wenn wir zum Zahnarzt gehen. aber ja, das stimmt. Manche haben, also die meisten haben früher oder später große Schmerzen. Ja. Jetzt haben wir einen Hallux Valgus schon mal angesprochen, dass man den trainieren kann, dass dann Muskel ist, den du nach außen bringen kannst oder auftrainieren kannst, dass der große Zeh wieder in die richtige Richtung. Gibt es da irgendeinen Worst Case? Also gibt es da eine Schwelle, wo man dann sagt, okay, das ist muskulär nicht mehr zu halten, weil das komplette Gelenk dann schon so deformiert ist? Also das Gelenk kann in der Art und Weise quasi infunktional werden, wenn da ein Hallux rigidus entsteht. Das heißt, wenn das Gelenk so einsteift, knöchern, also verknöchert, dass man das nicht mehr bewegen kann. Das ist natürlich in gewisser Weise ein ziemlicher Worst Case. Das kann man natürlich operativ behandeln in gewissen Maßen. Ich denke auch grundsätzlich sollte man, also ich bin niemand, der eine OP prinzipiell verteufelt. Nur in den meisten Fällen, die ich bisher gesehen habe, ist es absolut viel zu früh zu operieren, weil man eben viel nachhaltiger vorher schon was machen kann durch Eigeninitiative und durch Training und durch Mobilisation. Vor allem, weil ich auch, also auch als Physiotherapeutin in der Praxis schon Leute gesehen habe, die haben gesagt, ja, Hallux Valgus ist jetzt die zweite OP. Vor 20 Jahren habe ich das schon mal gemacht und jetzt muss ich es halt wieder machen. So, dann denke ich mir, das Erbe ist echt hartnäckig. Das Erbe ist echt hartnäckig. Ja, Erbe ist hart. Da muss man ganz schön viel Erbschaftssteuer zahlen, scheint mir. Das ist einfach keine nachhaltige Lösung, weil die Ursache des Problems, wie so oft in der Physiotherapie, nicht gelöst wurde, sondern eben nur das Symptom. Das Symptom ist dieses Überbein und der krumme Zeh. So, das reicht einfach nicht, wenn man das absägt und den Zeh gerade nagelt. Es gehört ein bisschen mehr dazu, dass die Funktionalität, von der wir ganz, ganz am Anfang in diesem Interview gesprochen haben, wieder hergestellt wird. Das heißt, dass der Fuß wieder arbeiten muss. Genau. Also da besteht Hoffnung. Auf jeden Fall, ja. Aber ich kenne das aus der Therapie, ne? Das ist, die zeigen dir den Fuß und sagen, ja, ich komme gerade frisch von einer Hallux Valgus-OP. Dann guckst du da drauf und sagst, ja, ich sehe doch aber einen Hallux Valgus. Ja, der sah vorher viel schlimmer aus. Aber stimmt es eigentlich? In den letzten 2 Wochen ist der wieder nach innen gewandert. Du bist aber auch gemein. Das tut nämlich auch ganz schön weh, so eine Hallux Valgus-OP, habe ich gehört. Also das ist ein Riesending, der scheiße wehtut und das lange wehtut vor allem und man kann 6, 8 Wochen überhaupt nicht auftreten und so Geschichten. Also das ist ein großes Commitment, das man da eingeht. Das ist ähnlich wie mit Kaiserschnitt oder Kaisergeburt oder natürliche Geburt. Auch ein Kaiserschnitt ist kein Zuckerschlecken. Das ist eine riesige Bauch-OP und man sollte sich das definitiv überlegen. Also im Falle einer Hallux Valgus-OP meine ich natürlich. Was haben wir da unten noch am Fuß? Großen Zeh? Im besten Fall noch andere 4 kleinere Zehen. Ja. Wie ist das mit der Fußsohle? Du hast vorhin schon einen Plattfuß angesprochen oder mal so einen Knicksenk-Spreizfuß. Das, was ja häufig auch Eltern da bei ihren Kindern sehen. Und sagen, oh, wie sieht dein Fuß da so flach und verknuddelt aus? Dann gehen die ja zum Orthopäden. Verknüttelt. Und dann stellen sie es auf so eine Platte, dann wäre eine Fußdruckplatte, oder machen das noch so klassisch mit so einem Blaupapier. Und dann sehen Sie, gucken wir, das ist die Fußsohle komplett platt, da bauen wir mal was drunter. Das nennt man auch Einlagen. Wie stehst du denn zu dem Thema Einlagen? Im Prinzip ähnlich wie zu dem Thema Operieren. Also ich denke, trainieren statt operieren, um das nochmal hier gesagt zu haben. Thema Einlagen. Einlagen können Sinn ergeben für gewisse Menschen. Einlagen würde ich aber genauso differenziert beobachten oder betrachten wie jede andere medizinische Intervention. Einlagen können den Fuß teilweise entlasten, zum Beispiel bei PatientInnen, die akut überfordert sind, also deren Füße oder System akut überfordert ist. Das heißt,
mit einer aktiven Entzündungsreaktion hat keiner Spaß daran, den ganzen Tag lang barfuß oder zu bestreiten, sondern da hilft es ungemein, wenn es da eine Entlastung gibt. Aber Einlagen sollten niemals, meiner Meinung nach, niemals den größten Teil einer Therapie ausmachen, sondern maximal einen kleinen Teil. Und der größte Teil sollte immer aktive Therapie sein, weil man eben sonst wieder nur abhängig gemacht wird von einem gewissen Ding und nicht selber aktiv in die Umsetzung oder in, ja, auch in die Gesundwerdung steckt. Ne? Also es gibt auf jeden Fall Diagnosen und auch angeborene Fußstellungen, nicht nur Fußfehlhaltungen, wo das auf jeden Fall Sinn ergibt, auf jeden Fall. Und es gibt auch aktive Fälle, wo es für eine gewisse Zeit Sinn ergibt. Aber es ist für mich auf keinen Fall eine Dauerlösung, vor allem keine alleinige und passive Dauerlösung. Also jetzt mal wirklich so das Thema Klumpfüße, Sichelfüße und Koma außen ja. vor. Sondern gehen wir mal wirklich aus, man hat einen Knicks, einen Spreißfuß. Habe ich ganz häufig auch in dem Bivo-Store damals erlebt. Die kommen dann rein, ja, kann ich den Barfußschuh oder einen Minimalschuh mit Einlagen tragen? Ja, ich sage, zeigen Sie doch mal her, Ihre Schlappen, Ihre Einlagen. Habe ich nicht mit? Ah, und warum haben Sie dann Einlagen? Ja, stimmt eigentlich. Ja. Wenn ich sie nicht trage, was soll ich denn dazu sagen? Aber was sehen wir denn sehr häufig für Einlagen? Also so beim Otto-Normalverbraucher, der sie vielleicht trägt. Da gibt es Millionen unterschiedliche Arten von Einlagen. Es gibt sensomotorische, es gibt irgendwelche Metallplatten, es gibt halb hier, halb da, es gibt... Entschuldigung, nicht die Arten der Einlagen, sondern aufgrund welcher Indikation. Also sind es Plattfuß, Hohlfuß, Knicksein, Spreizfüße, Pronation, Supination. Also genau, die meisten haben eine Hyperpronationsstütze, also gegen einen Knicksenkfuß oder einen Plattfuß. Es gibt allerdings auch welche, die haben Hohlfüße und deswegen eine Einlage drin. Die meisten sind, soweit ich weiß, wie auch für Motoneuromgeplagte, vorne mit einer Pilotte versehen, also das quasi das Quergewölbe dort, wo die Mittelfußknöpfchen sind. Da haben die so eine Erhöhung drin, weil das. Werden ja auch Knöpfe gedrückt. Ja, genau. Weil das die meisten entlastet. Genau, aber ja, viele tragen ihre Einlagen nicht, weil sie A, mehr wehtun, weil sie B, nicht helfen. Einige tragen ihre Einlagen und fühlen sich super. Natürlich gibt es quasi alles, was das Thema angeht. Ja, man kann natürlich Einlagen in Barfußschuhe legen, kann man schon machen. Man kann das sinnvoll, also man kann Barfußschuhe sinnvoll als Trainingsgerät nutzen oder Trainingsgerät sehen. Gerade wenn man anfängt damit, sollte man es auf jeden Fall als Trainingsgerät sehen. Und man kann sich auch zur Entlastung oder Unterstützung die Einlagen auch in die Barfußschuhe legen. Ist halt dann die Frage, wie viel Sinn das ergibt, weil die Einlagen meistens sehr schmal sind und die breiten Barfußschuhe da nicht immer dazu passen, aber gibt es, ja, die Möglichkeit. Das ist halt dieses, ne, ich habe vorher ganz enge, unterstützende Schuhe mit Einlagen getragen und jetzt möchte ich aber ganz minimalistisch unterwegs sein, so dieses von einem Extrem ins andere Extrem, diese Grauzonen, dieses Training, wie du es gerade so schön beschreibst, das ist dann wieder Aufwand. Aber wie trainiere ich denn den Fuß bestenfalls? Weil viele haben ja keine Zeit. Ne? Die haben 2 Minuten am Tag, ist schon too much. Wie trainiere ich denn einen Fuß, beziehungsweise wie trainierst du deinen Fuß? Ich gehe da gleich drauf ein. Ich möchte nur kurz noch einen kleinen Abstecher machen. Du hast vorhin eine Frage gestellt bezüglich Kinder und Kinderorthopäden. Da haben wir nicht wirklich weitergesprochen. Ich wollte nur ganz kurz dazu sagen, ab ungefähr dem Alter oder bis zu einem Alter von 6 bis 7 Jahren ist ein Knicksenkfuß, Schrägstrich Plattfuß komplett physiologisch, also ganz normal. Da sollte man sich erst Einlagen aufschwatzen lassen, wenn man sich tatsächlich auch eine Erst- und Zweitmeinung von einem Kinderorthopäden oder Kinderorthopädin geholt haben und vielleicht sogar Kinderphysiotherapie. Vorher alles andere halte ich für mehr als fragwürdig. Ja, genau. Warum? Warum bis zum 6., 7. Lebensjahr? Weil die Kinder pfiffig sind und einfach auf einem größeren Fuß leben? Ja, das wäre geil. Nein, Kinder haben eine ganz andere Anatomie als Erwachsene. Kinder kommen ja, oder die ersten Lebensmonate leben die Kinder in einer C-Form. Das heißt, der Rücken ist komplett gerundet. Sie sitzen in so in einer Anhock-Spreizhaltung in ihrem Uterus drin und schwimmen da vor sich hin. Und die Hüften sind ganz anders, also die Hüftgelenke sind ganz anders angelegt, als sie quasi dann sich später dazu entwickeln. Bei uns, wir
stehen auf zwei Beinen und die gucken gerade runter. Und bei Babys ist es eher so wie so ein Frosch am Anfang. Das heißt, mit der Aufrichtung des Fußes kommt auch die Aufrichtung des Beckens. Das Becken von dieser C-Form wird dann irgendwann mal aufgerichtet, sodass man mit einer Doppel-S-Form in der Wirbelsäule im Idealfall irgendwann mal dasteht. Und ja, die Aufrichtung der Füße, das kommt eben über die Zeit. Deswegen bin ich auch so ein Anti-Socken-Mensch, gerade bei Kindern oder Anti-Strumpfhosen noch schlimmer, weil die Kinder für jeden ihrer Meilensteine ganz am Anfang ihre Füße brauchen. Und sei es jetzt die Mitte zu finden, die Körpermitte zu finden, weil sie ihre Füße anfassen, in den Mund stecken müssen, erfahren müssen, oder weil sie auf dem Bauch liegen und versuchen, sich umzudrehen, mit dem großen Zeh da so rüber zu drücken und ihren schweren Kopf auf die Seite zu bekommen, um sich dann eben auf den Rücken zu drehen dazu. Müsst ihr euch nur vorstellen, ihr habt Socken an und ihr versucht euch wegzudrücken und diese Socke oder diese Strumpfhose, die rutscht immer weg und ihr könnt euch gar nicht abdrücken. Wie gemein ist das? So, da werden einfach Meilensteine, motorische Meilensteine erschwert. Und aber auch später, wenn es dann zum Thema Robben oder Krabbeln geht, der große Zeh ist eigentlich derjenige, der dann da nach vorne schieben will. Ja? Und wenn der aber gar nicht so machen kann und sich abstoßen kann, weil der eine blöde Socke ist, dann wird auch das erschwert. Und dann später im Stehen, seitwärts gehen und dann irgendwann mal losgehen. Das ist einfach mit Socken und Schuhen nicht so das Wahre. Und deswegen finde ich, sollte man das auf jeden Fall lassen. Zudem kommt noch dazu, Socken sind oft viel zu klein, weil das immer so Einheitsgrößen sind. Am Strampler dran noch am allerschlimmsten, weil das da eben dann der Fuß hängt da so drin und wird zusammengeschnurpselt. Und da könnte ich auch mich stundenlang drüber echauffieren. genau. Was war die Frage? Ich habe mich ein bisschen in Rage geredet, glaube ich. Habe ich vergessen. Okay, gut. Ist aber wichtig, dass du es aufgreifst, gerade mit dem Thema Socken, weil Einheit, jetzt fällt mir das gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch Socken besitze, aber 35 bis 39, 39 bis 42, diese Einheitsgrößen, ne, dass jemand sagt, hey, ich kaufe mir irgendeine, bei einer Schlüppe achte doch auch auf eine Größe. Auch wie die gestrickt sind, ne? Die Schlauchwaage vorne zusammengenäht und dann hast du deinen Mini-Sarg quasi in der Socke schon. Also kauft euch doch mal Einheitsunterwäsche. So irgendwie zwischen, keine Ahnung, was ist das dann? Irgendwie zwischen S und L. Alles dabei, einfach mal anziehen. Auch schlecht, vor allem für unsere männlichen Kollegen, glaube ich, eher ungesund. Genau. Na, oder nehmen wir mal für die Frau BH. Na, auch Einheitsgrößen. Ja, also ich von A bis C, C bis D, alles dabei. Bei dem einen rutscht die Hose runter, bei dem einen, der spricht eine Oktave höher. Warum nicht da auch mal Einheitsgrößen? Würde es auch viel einfacher machen bei der Klamottenwahl. Ja, in der Schule halt, ne? Alles eine Einheitsbewertung. Genau. Mit den Socken. Ich habe meine Frage vergessen. Ist nicht so schlimm. Das mit dem Alter und 7 vielleicht? Genau, dankeschön. Also warum das mit den Kindern so interessant ist. Genau, also diese Aufrichtung der Füße und der Hüften und auch der Ausprägung der Gelenke, Kinder haben, wenn sie auf die Welt kommen, keine Gelenke in diesem Sinne. Das ist alles noch Knorpel und es ist eben, wird maßgeblich davon bedingt, ob sich ein Kind bewegt, wie es sich bewegt. Die Bewegungsqualität und die Vielfalt sind natürlich maßgebliche Faktoren. Und das bildet sich alles aus mit den Möglichkeiten, die es eben so gibt, die es hoffentlich in guter Qualität gibt oder gute Voraussetzungen gibt, um sich gesund zu entwickeln. Und es dauert ungefähr bis zum 6., 7. Lebensjahr längstens, bis sich dieser Fuß aufgerichtet hat. Wenn das bis dahin nicht passiert ist, sollte man sich spätestens dann dringend was überlegen, damit das Kind oder der Fuß dahin gefördert wird, dass er die nächsten 60, 70, 80 Jahre diesen Menschen gesund tragen kann. Im besten Falle vielleicht sogar noch länger. Ja, genau. Wie schaut das denn aus mit der Sensorik? Weil wir hatten ja vorhin schon mal so einen kleinen Ausflug so Richtung Sensorik gemacht, auch zum Thema neurozentriertes Training. Wie ist es mit der Fußsohle und der Sensorik? Spielt das irgendeine Rolle, dass wir den Untergrund ertasten oder kann ich da auch einen Zentimeter Sohle drunter zimmern? Ja, ich glaube, das ist eine rhetorische Frage. Aber das ist ja für viele Zuschauer und Zuhörer nicht bewusst, dass unser Fuß ja ein Wunderwerk am Fühlen ist.
Ja, also es gibt extrem viele Nervenenden, ich glaube so an die 20.000 in jedem Fuß. Und wir haben ganz schön viele Propriozeptoren, das sind so Rezeptoren, die wahrnehmen, wie die Gelenke stehen im Raum. Und wir haben 26 Gelenke in jedem Fuß, das heißt, wir haben ganz schön viel Input, der da durch die Füße eigentlich durchkommt. Und der halt ausgeschalten wird oder ignoriert wird, wenn wir ständig dickes, festes Schuhwerk tragen und also wenn wir normales Schuhwerk tragen, eigentlich so, ne? Ich kenne auch persönlich zwei, drei Fälle, die leider durch Unfälle erblindet sind, also nicht die Fälle, sondern die Menschen sind erblindet durch Unfälle und die haben von Barfußschuhen bzw. vom Barfußgehen extrem profitiert, weil sich da einfach eine ganz andere Welt nochmal auftut, ne? Also da kann man den Untergrund noch mal ganz anders wahrnehmen. Man merkt auch so, wenn man an der Bushaltestelle steht oder wo der Gehweg aufhört oder wo die Straße anfängt, wo jetzt vielleicht Kopfsteinpflaster ist, wo ja und so weiter und so fort. Ja, Genau. Sensorik, das Fußgewölbe baut sich ja sensorisch auf. Also aufgrund dessen, wenn wir jetzt irgendwo langlaufen, habe ich das noch so in Erinnerung, dass unser Fußgewölbe sich reflektorisch aufbaut, dass es nichts Willkürliches. Das ist nichts Willkürliches. Ob sich das jetzt sensorisch durch sensorisches Feedback aufbaut, kann ich dir aus dem Stegreif so nicht beantworten. Ich hatte das aus dem Feldenkreis, hatte das einem die Dozentin mal gemeint, dass das Fußgewölbe, dass wenn wir jetzt irgendwo stehen würden in der Bushaltestelle, wie auch kleine Kinder, dass wir unser Fußgewölbe mit der Zeit absenken, quasi so ein bisschen in den Flachfuß gehen, um die Fußgröße zu vergrößern, mehr Standfläche zu haben und weil es einfach effizient ist. Also ständig das Fußgewölbe zu halten, kostet ja auch Energie. Und wenn wir jetzt irgendwo rumstehen, dann senken wir den Fuß ab. Somit hat sie, das hat sie zumindest so begründet. Und Kinder sind da noch ein bisschen pfiffiger, hat sie gemeint, weil wenn du ein Kind jetzt auf so eine Blaupause stellst und den Fußabdruck nimmst, dann senkt das sofort den Fuß ab und sagt, ja, was denn? Warum soll ich denn jetzt hier irgendwie das Fußgewölbe aufbauen? Also dazu würde mich die Evidenz ein bisschen interessieren. Ich kann mir das jetzt, also ich bin das nicht überzeugt, vor allem weil auch im Fuß sehr viel intrinsisch passiert und die intrinsische Muskulatur dafür, genau dafür gemacht ist, dass es eben langanhaltende Arbeit verrichtet sozusagen. Aber I mean, ob das jetzt hier bestätigt ist oder nicht, Gehe ich nochmal auf die würde Spur, ich frage die sagen. Dozentin vom Feldenkreis. Also falls das jemand nicht kennt, Feldenkreis für frühkindliche Entwicklung, schöne spannende Geschichten. Wie schaut es aus mit dem Beckenboden? Da sind mir auch noch ein paar Sachen bekannt, dass der Beckenboden mit der Fußsohle zusammenhängt. Ja, es gibt da eine reflektorische Zusammenarbeit. Deswegen ist es auch sehr spannend in Richtung Schwangerschaft beziehungsweise nach Schwangerschaft, Geburtsaufarbeitung und so weiter oder halt Geburtsnachbereitung. Ja, gibt's spannende Zusammenhänge auch mit allen anderen Diaphragmen im Körper, also mit zum Beispiel dem Zungenboden oder dem Zwerchfell. Also da gibt es coole Zusammenhänge, ja. Welche sind das zum Beispiel? Also wenn du sagst, es sind coole Zusammenhänge? Boah, ich glaube, das würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen. Es gibt auf jeden Fall, also von der Ärztin, die ich vorhin quasi erwähnt habe, die uns in Pädiatrie unterrichtet hat, die hat gesagt, dass alle Diaphragmen es lieben, gespannt zu sein. Und das kann ich für den Fuß so aus meiner Recherche bestätigen, dass der Fuß eine gewisse Spannung braucht, um eben unser Körpergewicht bei jedem Schritt aufzunehmen und wieder abzugeben. Ich habe dazu einen Post auf Instagram, das noch nicht so lange her veröffentlicht, und das mit einem Trampolin verglichen. Wenn ein Trampolin normal gespannt ist und wie ein Trampolin eben funktioniert, dann kann man da einsinken und wird wieder hochgeworfen von elastischen Fasern. Und wenn dieses Trampolin viel zu alt ist und die elastischen Fasern schon ausgeleiert, dann kann man da reinspringen, aber man wird nirgendwo hin katapultiert zu sagen. Ne? Das ist alles viel zu lasch. Und so ist es auch mit den Fußgewölben, mit dem Beckenboden und so weiter. Und das Gegenteil eben auch, was jetzt zum Beispiel für einen Hohlfuß eher spricht, ist, wenn dieses Trampolin zu fest gespannt ist und diese elastischen Fasern eher ausgetauscht wurden durch Stahlseile, dann hat man da auch nicht so eine gute Zeit mit Hüpfen, weil das ist
hüpft relativ wenig, wenn das einfach nicht elastisch ist. Ne? Mhm. Genau, also die Gewebe müssen die richtige Art von Elastizität haben, um richtig arbeiten zu können. Mhm. Genau. Wie kann ich so ein Gewebe trainieren? Also aus der Faszienforschung kennt man ja so ein bisschen das Kollagen und Elastin. Hast du da vielleicht einen Impuls für die Zuschauer, Zuhörer, wie man sein Gewebe elastischer bekommen könnte? Aus meiner Erfahrung nur über einen langen Zeitraum. Also das ist also gerade auch Bindegewebe, wenn wir jetzt über Füße sprechen zum Beispiel, ist einfach was, was sich über eine lange Zeit dahin entwickelt, wo es jetzt ist. Und das braucht auch andersrum eben eine lange Zeit, um wieder dahin zu kommen, wo man es haben möchte. Davon ausgeht, dass es einen reflektorischen, also sich gegenseitig bedingenden Faktor gibt zwischen zum Beispiel Beckenboden und Füßen oder zwischen Kiefer oder hier unter Kieferboden, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, und Füßen, dann muss man das so ganzheitlich anschauen, dass man eben das über die Zeit dahin trainiert, dass man eben aber auch weiß, dass sich das gegenseitig bedingt. Das heißt, ich kann nicht den ganzen Tag in High Heels rumlaufen und erwarten, dass mein Kiefer sich verbessert oder dass mein Beckenboden dies und das macht, sondern man muss das so ein bisschen ja, in Harmonie miteinander therapieren. Und da würde ich auch empfehlen, dass man sich da an jemanden wendet, der sich da gut auskennt. Mhm. Genau. Okay, also wir haben zumindest auch mal über die Diaphragmen gesprochen, die zum Beispiel den Beckenboden oder auch den Zungengrund, beziehungsweise hier den, mir fällt der deutsche Begriff auch nicht ein. Wie heißt denn das? Das Hyoid ist das auf Latein hier. Also das Ganze, also der Kehlkopf und so weiter. Hm. Die Hyoide, omohyoidale Muskulatur da. Okay, also selbst euer Hals ist mit eurer Fußsohle verbunden. Also nicht nach dem Sprunggelenk Ende im Gelände, geht also weiter. Genau. Ich würde eine letzte Sache gerne noch besprechen, weil du hast vorhin die doppel-S-förmige Form der Wirbelsäule oder Wirbelkette erwähnt. Dieser aufrechte Stand mit den Füßen, was macht denn so eine Fersensprengung? Also du hast es vorhin auch so erwähnt, mit diesen Kern-Federelementen in den Schuhen verbaut. Was macht denn so eine Fersensprengung mit dem gesamten Körper? Das verändert einfach bei jedem Millimeter, der unter der Ferse erhöht ist, verändert das die Statik des gesamten Körpers. Also wenn man sich jetzt vorstellt, mein Fuß steht eigentlich so ganz flach normalerweise, dann verändert sich natürlich der Stand des Fußes oder beziehungsweise die ganze Statik verändert sich, weil dann das Sprunggelenk nicht mehr 90 Grad zum Boden steht, sondern eben so ein bisschen weiter oben ist und dann verändert sich natürlich der Winkel im Sprunggelenk. Das heißt, das ist auch so der Hauptgrund, warum viele Menschen die tiefe Hocke nicht mehr können, weil sie einfach nie das Gelenk komplett ausnutzen oder eben den Bewegungsspielraum des Gelenks nutzen. Und weil sie eben permanent die Kapsel und die Bänder und die Muskulatur, die Sehne, die Achillessehne vor allem, den ganzen Tag darauf trainieren, dass sie sich gar nicht ganz quasi auf den Boden begeben muss, sondern immer so ein bisschen drüber bleiben kann. Mhm. Genau. Also die gesamte Statik verändert sich dann im Körper. Ja. Könnte man dann vielleicht auch sowas wie Rückenschmerzen, Nackenschmerzen damit assoziieren, dass das aufgrund der Fersensprengung mit zusammenhängen könnte? Gibt es auf jeden Fall. Also es gibt einige Fallbeispiele, die durch Barfußschuhe oder durch Barfußgehen einige andere Problemchen im Körper auch losgeworden sind. Also da gibt es auch Beispiele, sehr verblüffende Beispiele aus meinem Barfuß-Powerkurs, wo die Menschen natürlich sich auch eine Zeit lang anders bewegt haben, wo ich auch Hüftmobilisation, Kniemobilisation und für den Rücken auch mobilisiert habe. Aber was so im Ganzen dazu geführt hat, dass der ganze Körper sich besser bewegen kann und dadurch natürlich im Idealfall schmerzfreier wird. Genau. Mhm. Okay, also auch da schon mal hinschauen, wenn ihr jetzt einen Schuh in der Hand nehmt, guckt ihn mal von der Seite an, vielleicht fällt euch ja was auf und gleicht das mal mit dem Gespräch mit Vivi ab. Ich würde gerne mal die Community-Fragen mit aufnehmen. Und ja. Zwar der Lars Schlutter fragt, wie lange sollte man sich erden? Also das Grounding ist damit gemeint, ne?
Genau. Ich würde sagen, jede Sekunde, die man draußen barfuß in der Natur verbringt, ist ein Gewinn. Und davon kann es nicht zu viel geben. Schließlich sind wir nicht mit Nike Airs auf die Welt gekommen oder mit sonst irgendwelchen Schuhen, sondern eben ohne. Und ich würde sagen, je mehr, desto besser. Genieß es. Ja, also vielleicht auch Lars, da gibt es Untersuchungen, gerade sowas damals mit Erdung, wo die mit einem Kabel draußen verbunden waren mit einer Eisenstange, die sich so auf 30 Minuten berufen. Jede Minute oder jede Sekunde, jeder Moment. Da gibt es nicht zu viel und zu wenig. Man könnte darauf achten, wo man sich so drüber steht. Also das ist irgendwie ein Starkstromkabel unter dir, kann das auch wieder verändert wirken. Geh auf den Rasen und genieß die Zeit dort. Also ein Minimum und Maximum ist mir zumindest auch nicht bekannt. Der Markus-mit-K1 fragt, er hatte vor längerer Zeit einen Ermüdungsbruch und hat im Vorfeld schon immer barfuß gelaufen, barfuß Schuhe genutzt. Aber jetzt hat er halt wirklich komplett den Fuß, die Muskulatur ist degeneriert. Er hat jetzt einen Spezialschuh und hat auch eine gewisse Angst, den Fuß wieder zu belasten. Hat auch Einlagen verschrieben bekommen. Hast du da vielleicht Impulse, wie er mit seiner Muskulatur umgehen kann? Ja, also das ist, passt auch ganz gut zu der Frage, die ich vorhin gar nicht beantworten konnte, weil wir wieder über irgendwas anderes gesprochen haben. Und die Frage war, wie ich empfehlen würde, seine Fußmuskulatur zu trainieren. Im Grunde dieser Ermüdungsbruch im Sprunggelenk oder im Fußbereich, Mittelfußknochen, Fußwurzelknochen und so weiter, das ist ja eigentlich nur ein Hilfeschrei des Körpers sozusagen. Das heißt, ich werde nicht in dieser Form und Art und Weise genutzt, wie ich das vielleicht sollte, denn sonst würde der Fuß das nämlich aushalten. Es geht dann darum, dass man natürlich erstmal wieder seinem Fuß vertraut. Das heißt, man muss wissen, dass es alles verheilt, mein Fuß kann mich tragen und dass man dann eben langsam anfängt, wieder loszulegen, das zu belasten. Also ich würde sagen, Mobilität ist wichtig, der Fuß muss sich gut bewegen können. Wie vorhin schon angeteasert, der Fuß hat 26 Knochen. Also es gibt einige Gelenke, die man da mobilisieren kann. Und das sollte man natürlich langsam angehen lassen. Da gibt es ja verschiedene Arten, das zu tun. Die einfachste und die günstigste Art ist, rauszugehen und auf so vielen unterschiedlichen Untergründen wie nur möglich zu spazieren. Weil diese unterschiedlichen Untergründe, die sind immer anders. Egal, an welchem Tag du diesen Weg gehst, jedes Mal wirst du den Stein C und 327a anders treffen. Und das ist eine super Mobilisation und auch eine ganz sanfte Trainingsmöglichkeit. Das sollte man nutzen, finde ich. Natürlich langsam anfangen, wenn du dir unsicher bist, so ein bisschen 5 Minuten mäßig und dann eben immer steigern. Und dann kannst du natürlich auch gezielte Übungen machen. Also ich habe zu diesem ganzen Thema auch übrigens ein kostenloses PDF, das kann man sich auf meiner Webseite runterladen unter www.barfuß.com/downloads. Das ist total einfach eigentlich, seinen Fuß zu trainieren, wenn es natürlich jetzt sehr schwierige Diagnosen, beziehungsweise oder nicht sehr schwierige, wenn es davor eben schon Fälle gab von ich weiß nicht, was ich tun soll oder mein Fuß tut weh oder sowas, dann ist es nicht mehr ganz so einfach. Dann reicht nicht einfach nur Schuhe ausziehen. Aber anfangen kann man auf jeden Fall, indem man mal die Schuhe auszieht und irgendwo hingeht und versucht, diese Distanz zu vergrößern, wenn es gut geht und so weiter. Genau. Okay. Also Markus. Gute Besserung. Gute Besserung und ja, sehr häufig wird dann, ich brauche doch jetzt einen Trainingsplan mit Erwärmung und Cooldown und bestimmten Wiederholungsanzahlen. Die Wiederholung ist tatsächlich, Gesetz der Minimalkonstanz, mal Schuhe aus. Du musst jetzt nicht auf Legosteine draufsteigen und sagen, oh, mal gucken. Aber vielleicht mal jetzt gerade im Herbst ist vielleicht auch ein paar Kienäpfel oder ein paar Eicheln, die auf dem Boden liegen. Mal da bewusst drüber Kopfsteinpflaster reicht schon vollkommen aus. Ja. Wenn man das in der Stadt hat zum Beispiel. Genau. Du hast vorhin erwähnt, Vivi, dass du einen Barfuß-Powerkurs hast. Wenn jetzt jemand sagt, ey, hier mein großer Zeh, der sieht komisch aus, mein Fuß ist gänzlich irgendwie schmerzhaft oder ich möchte präventiv auch dem entgegenwirken, wie kann ich denn den Powerkurs machen und was kann ich mir dahinter vorstellen?
Also, auf meiner Webseite darf man sich gerne anmelden für ein persönliches Vorgespräch. Das ist mir wichtig, damit mein Team evaluieren kann, ist es eine Person, der wir helfen können oder bist du eine Person, der wir helfen können, wie, in welcher Art und Weise und so fort. Genau, melde dich einfach zum kostenlosen Vorgespräch an, beziehungsweise schau auf meiner Webseite, ob es da ein Angebot gibt. Und ja, der aktuelle Kurs ist ausverkauft. Aber der nächste startet Ende September. Da gibt es, glaube ich, noch ein paar Plätze, soweit ich weiß. Genau, das ist mal so das Beste, was du tun kannst, wenn du Interesse hast. Ansonsten schau gern einfach mal bei meinen Socials vorbei. Da gibt es so gut wie jeden Tag irgendeine Art von Inspiration, mit der du anfangen kannst, deine Füße, deine ganze Bewegung zu verbessern. Und genau, dann hängt es eigentlich nur noch an der Motivation, tatsächlich selber auch was zu tun. Ja, Genau. also Wissen sammeln sind viele gut, aber dann das Umsetzen zu kommen und das zu machen, dann nicht nur 2 Tage, sondern vielleicht auch wirklich mal 8 Wochen, damit du halt auch einen Fortschritt siehst und der Körper adaptieren kann, also sich anpassen kann. Genau, also das ist tatsächlich auch das, was für mich wichtig ist. Deswegen nehme ich nur Leute mit in den Kurs, die tatsächlich auch wirklich motiviert sind. Ich habe keine Lust, mit Leuten zu arbeiten, die sagen, ja, okay, heute habe ich gerade keine Zeit oder so. Man committet sich, wenn man beim Bacchus-Power-Kurs mitmachen möchte, und zwar für 8 Wochen, jeden Tag die Übungen zu machen, bis auf einen Pausentag und einen Tag Live-Training zusammen eben in Zoom jetzt auch, so wie hier. Genau, das ist mir ultra wichtig, weil es mir viel, viel mehr Spaß macht, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die Bock haben, was zu verändern, die Lust haben, dass es ihnen besser geht, die Lust haben, da ja ihre Motivation reinfließen zu lassen. Und ja, ich hab lange genug mit Menschen gearbeitet, die so, ja, hier Arzt, Rezept, Herr Brücken, massieren Sie mich. So, das Ja. mache ich nicht mehr. Okay. Da bin ich raus aus dem Alter. Oder was heißt aus dem Alter? Da bin ich einfach. Dafür habe ich gemerkt, dass meine Zeit viel zu wertvoll ist. Genau. Also es ist auch ein gutes Standing, beziehungsweise auch vielleicht für Therapeuten, die gerade zuhören und ihr seid in einer ähnlichen Situation und sagt, boah, kein Bock mehr. Ich habe es selbst auch gemacht, im Reha-Bereich versucht umzukrempeln. Wir haben Assessment Screenings entwickelt und Co. Aber irgendwann war ich an einem Punkt und sagte, nee, ich muss hier weg. Und bin dann quasi gegangen, barfuß. Von daher nehmt das gerne auch als Impuls mit. Wir können immer was verändern und eine gewisse Motivation gehört dazu. Yes. Vivi, ich danke dir für die Gerne. tollen Einblicke. Auch, dass wir ein Ja. paar Hallux Valgus, Einlagen und Co. besprochen haben. Und Plantarfaszitis, Fersensporn, Motorneurom, was es nicht alles gibt. Es gibt auf jeden Fall viel zu tun, ja. gibt viele Sachen da unten, die sein können, braucht man aber eigentlich nicht. In dem Genau. Sinne, checkt bitte alles, was in der Videobox ist, in den Shownotes ab. Kontaktiert Vivi, schaut euch den Kurs an, auch die Socials, da kriegt ihr tausend ein Möglichkeiten, erstmal ins Tun zu kommen. Und wenn dann ein Blick drauf ist, dann schaut euch den Kurs an. In dem Sinne, Vivi, barfüßige Grüße aus Leipzig. Grüße aus der Nähe von Stuttgart. Ciao. Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram, und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer?
Möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.